Hallo Leute, ich bin's. Heute mal eine ganz andere Stellung hier, würde ich sagen. Hab mich ja gestern nicht mehr gemeldet, ne? Gestern war also ein ganz schön stressiger Tag. Ich hatte gestern Krankengymnastik, Massage, dann Laufbahntraining, genau das erste Mal. Da bin ich dann 15 Minuten gelaufen von 2,5 km/h bis 4,8 km/h und das so eine Viertelstunde lang, ne, so hoch runter, wisst ihr ja. Dann hatte ich gestern danach Muskelaufbautraining noch, also gestern Mittag, und ich musste gestern noch zum Sono hier einmal vom, ne, von der Leber hier ein paar Bilder machen, und auch der hat sich so viel Zeit gelassen, der hat mir alles erklärt, was hier so ist, voll cool. Habe auch Fotos gekriegt von meinem Büchlein, was ich mir angelegt habe. Ja, was haben wir sonst gestern noch gemacht? Ja, Martin ist halt gestern Morgen gegangen. Ansonsten haben wir eigentlich nur rumgesessen und ein bisschen gequatscht. Und ganz ehrlich, gestern Abend bin ich auch mal früher ins Bett gegangen, weil ich war wirklich mal fertig. Ich habe um 10 Uhr im Bett gelegen und geschlafen. Weil die letzten 2 Nächte habe ich nur 5 Stunden gepennt und das war nicht gut. Ja, jedenfalls so. Heute dann fing das an mit heute Morgen Blut abnehmen. Dann hatte ich, was hatte ich denn dann? Genau, 9 Uhr, man gönnt sich sonst nichts. Muskelaufbautraining, ne? Dann hat direkt wieder aufs Laufband, dann hat die Trainerin da mir das Programm eingestellt. Ich sagte ihr noch so, ich möchte gerne 5 km/h, 5 Minuten laufen. Pustekuchen. Die fing auf 3 km/h an für eine Minute, dann 4,5 km/h eine Minute, dann 4 km/h eine Minute, 4,5 km/h eine Minute, und dann ging es 9 Minuten lang auf 5 km/h. Ich dachte, meine Beine brechen zusammen, ey. Die Unterschenkel taten weh. Oh. Und dann ging es zum Glück wieder runter. Ja, geschafft. Also ich kam wirklich mal ins Schwitzen hier. Das glaubt ihr gar nicht. Beim Fahrradfahren fahre ich mittlerweile auch 40 Watt so in Intervallen, aber irgendwie die Muskeln so langsam machen sie dann doch mal ein bisschen Probleme. Ich glaube, ich muss ein bisschen zurückfahren. Bei der Beinpresse bin ich mittlerweile auch schon bei 40 Kilo. Ja, hier habe ich letzte Woche, oder wie ich gekommen bin, hätte ich das nicht geschafft. Da habe ich mit 20 angefangen. Ich mache jetzt auch ganz viele Übungen hier für den Oberkörper und so. Das ist ganz nett. Und weißt du, was ich heute noch hatte? Qigong. Also erstmal habe ich mich ein bisschen schlapp gelacht, was das alles so ist, aber irgendwie war das doch gar nicht mal so schlecht. War doch interessant. Und vielleicht mache ich die eine oder andere Übung, um mal runterzukommen. Vielleicht doch mal zu Hause, oder gucken wir mal. Ja, dann hatten wir heute noch Kunsttherapie wieder. Da habe ich dann diesmal meine eigenen Sachen mitgebracht. Ich habe mir so ein Büchlein angeschafft und da jetzt meine TX halt reingeschrieben, ne? Mein TX-Tagebuch und sowas. Ein paar Bilder tue ich da jetzt noch mit rein und alles, was da so jetzt auch anfällt hier. Ja, und anschließend haben wir dann heute Abend noch eine kleine Pizza bestellt mit der Ärztin zusammen und haben dann noch zusammen dann halt Pizza gegessen hinten im Seminarraum. Und sind wir noch ein bisschen rausgegangen, mal ein bisschen verdauen, ne? Muss man ja auch mal. Und anschließend saßen wir jetzt gerade an der Fernsehecke und haben uns dann einen Film reingezogen und gequatscht. War halt ganz nett. Ja, und jetzt geht's halt ins Bett, würde ich mal sagen. Ist wieder spät so langsam. Ja, 10:45 schon wieder. Morgen früh muss ich schon wieder früh raus, Blut abnehmen. Dann habe ich Massage auf dem Zimmer. Dann wieder um 10 Uhr Laufband. Dann danach Muskelaufbau. Und um 14 Uhr nochmal KG. Und dann habe ich auch frei. Ja, morgen Abend werden wir schön zu viert essen gehen. Haben uns gerade noch einen Tisch bestellt. Und dann machen wir uns mal. Okay, lassen wir dass die Woche mal ausklingen, ne? Und dann kann das Wochenende beginnen. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich würde sagen, ihr geht jetzt ins Bett, genau wie ich. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Und ja, wir hören uns morgen, dann würde ich sagen. Ciao!